Okay. Wir begeben uns jetzt wieder. Wohin eigentlich? In Dschungel. Dschungelisch. Hört sich nicht schlecht an. Hier ist so ein riesiger Baum, der übrigens eigentlich ziemlich cool aussieht. So. Und in den Gebieten hier findet man, glaube ich, am öftesten irgendwas Höhlenmäßiges. So, das hier ist nichts Besonderes. Hier irgendwas. Oha. Ja, hier sieht es nicht schlecht aus. So. Okay. Boah, ich weiß nicht. Ich stelle jetzt mal die Monster kurz aus, bis ich hier mal irgendwas Tolles gefunden habe an Rohstoffen oder so, weil sonst habe ich das Gefühl, werden wir hier nie irgendwas erreichen. Ja, Höhlengeräusche, obwohl da gar keine richtige Höhle ist. Auch so ein Fake. Ah, da. Haha. Ah ja, ich möchte mich auch noch entschuldigen. In einem Tacket-Video, ich glaube in Part 19, hat die Audiospur nicht gestimmt. Da möchte ich mich auch dafür entschuldigen. Da habe ich ein bisschen genoobt in Audacity, als ich das bearbeitet habe. Oha. Das hier sieht mir doch schwer nach schöner Größe. Das sieht mir doch schwer nach Tod aus. Wollte ich natürlich sagen. Nee, sieht mir echt schwer danach aus, als gäbe es hier einiges zu sehen. Okay. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Wo? Diamanten. Komm. Nur weil Sulfur und Kupfer und Zinn und was weiß ich, Emeralde, grüne Saphire. Aber keine Diamanten. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll ohne die. Ich habe die Monster ja aus und da zischt schon wieder die Lava so. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich machen soll ohne Diamanten, weil die sind eigentlich so ein Grundmittel, das wir brauchen, um hier mal weiterzukommen. Das ist ärgerlich. Und ich will auch jetzt nicht die ganze 50 Folgen lang immer nur in der Höhle rumgammeln, weil ich denke mal, man guckt ja hier PureTech oder Tekkit oder was auch immer. Vor allem wegen den Mods und wegen den neuen Sachen, die dazukommen. Und wenn ja jemand wie ich nur 5 Stunden in der Höhle rumhockt, dann sind da ja keine neuen Sachen, die man irgendwie toll finden kann, außer die Erze. Aber je öfter man irgendwas sieht, desto langweiliger wird es. Es ist genauso wie in irgendwelchen Computerspielen. Nach einer Weile wird einfach alles zu eintönig. Deswegen bringen ja auch Shooter immer mal ein neues Map-Pack raus. Was bei Battlefield immer richtig grandios ist. Bei Battlefield hat man richtig was Neues, was Handfestes. Bei Black Ops 2, welches im Übrigen ein richtig behindertes Spiel ist. Weil Baum. Weil ich es nicht mag, sagen wir mal so. Ja, bei Black Ops war das DLC, glaube ich, einfach nur nicht so schön. Also ich habe viele Stimmen gehört, die nicht so toll darüber geredet haben. Ist ungefähr genauso toll wie die Ausbeute hier an Diamanten, ne? Also riesig. Du bist ja Höhe 19, da findet man ja auch nichts, Fiona. Ich weiß. I know it, I know it. Wieso zur Hölle habe ich da gerade eine Spinne gehört? Fällt mir nicht. Okay, Höhe 13 jetzt. Upsala. Sollte ich ja eigentlich demnächst hier mal irgendwas Diamantenes finden. Güldenes haben wir hier eigentlich schon. Wie Sand am Meer. Na, ich sag's euch. Da ist Polen offen, wenn wir hier nichts finden. So viel Emeralde, wie ich hier finde, habe ich noch nie in meinem Leben gefunden. Und ich frage mich auch, wieso ich die abbaue. Die sind so total unnötig. Aber das Thema hatten wir ja schon mal vor diversen Folgen. Naja.
Es ist aber erstaunlich. Ich war bis jetzt nie der Teetrinker, aber zurzeit sitze ich oft hier abends mit einer Tasse Tee und genieße es einfach. Guck ein bisschen YouTube, zock vielleicht auch ein bisschen. Und wenn ich mich dann nicht gerade total aufreg oder so, was im Battlefield eigentlich relativ selten vorkommt, da sind eigentlich immer nur so kurze Knatschmomente, wo man sich denkt, nein. Aber so Ausraster wie in MW2 manchmal passieren, gibt es da eher seltener. Naja. Heute ist, glaube ich, auch nicht so mein Tag. Was Zocken betrifft, man hat so seine guten Tage und seine schlechten Tage. Also bei den Shooter-Spielen zumindest. Bei Minecraft jetzt eher nicht, aber da habe ich zurzeit immer einen schlechten Tag, weil ich keinen Diamanten finde. Und jetzt hier auch mal tiefer gehe. Aua. Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach ein bisschen Strip minen. Ja, wir werden Strip minen. So ungefähr auf der Höhe hier, auf Höhe 11. Höhe 11 ist okay. Ich glaube, zwischen 15 und 0 findet man Diamanten. Dann ist man mit Höhe 11 eigentlich relativ gut bedient. Was ihr da immer so im Hintergrund hört, dieses Rup, Rup. Das ist Origin. Ja, also wir sind natürlich die Strip-Mine-Profis hier und stoßen gleich wieder auf Lava statt auf Diamanten oder Edelmetallen. Gibt's doch gar nicht. Oha. Von einer Höhle direkt in die nächste. Da werde ich hier mal ein bisschen Redstone abbauen. Es gab ja auch Vorschläge, ich könnte mir ja ein Portal gießen. Dann müsste ich nicht zu lange warten, bis ich mal Diamanten finde. Aber naja, ich brauche Diamanten ja auch für diverse andere coole Sachen aus anderen Mods. Und deswegen sollte ich da schon mal irgendwelche haben. Ich habe Equivalent Exchange nicht mehr drin. Weiß auch nicht, in der ersten Staffel, also ersten paar Folgen, die ich aufgenommen habe, hatte ich keine anderen Erze, also kein Kupfer. Kein Kupfer und so ein Kram. Und jetzt habe ich keine Diamanten mehr. Und dann erstmal kurz gucken. Die haben schon noch die normale Textur. Das ist jetzt doch relativ sehr fragwürdig. Und hier sind überall Lavaseen und tausend Höhlen. Und wenn ich Strip minen will, dann finde ich keinen Diamanten. Und wenn ich in die Höhle gehe, finde ich keinen Diamanten. Oh Mann, ist wirklich traurig. Plupp. Was wiederum nicht traurig ist, ist, dass Battlefield 4 ja für Ende des Jahres, Anfang 2014, angekündigt wurde. Und jetzt im März am 26. schon die erste Vorstellung ist von mit dem Trailer oder einem vielleicht sogar einem Gameplay. Das weiß ich aber nicht. Bin ich auf jeden Fall megamäßig gespannt drauf, wie das aussehen wird. Und vor allem die Systemspezifikationen, also was es braucht, damit man es auf Ultra spielen kann. Ich spiele Battlefield 3 ja auf hoch, weil auf Ultra läuft es bei mir, wenn ich aufnehme, nicht ganz flüssig. Und dass ich nicht dauernd vergesse, die Grafik-Settings umzustellen, habe ich es einfach auf hoch gelassen. Aber vielleicht werde ich mir dann Ende des Jahres auch mal eine neue Grafikkarte anschaffen, dass ich hier dann auch wieder mal ein bisschen auf einem neueren Stand bin. Entschuldigung. Ja, ich könnte meinen, so, Strom sparen. Gleich meinen zweiten Bildschirm ausgemacht. So, tut. Anscheinend wurden Diamanten hier ja in dem Spiel abgeschafft, oder? Es ist so. Ja! Sieg! Ja! Ja, erstmal behinderte Geräusche machen. Verarsch mich doch jetzt. Wenn es jetzt nur ein beschissener Diamant ist.
Dann ist aber Schicht im Schacht. Boah, ganze zwei. Erstmal schön rumbuddeln. Drei Diamanten. Also vier wären schon nicht schlecht. Boah, vier. Sehr schön. Okay. Eins. Boah. Oh Gott, oh Gott. Zwei, drei. Ist da Lava drunter? Nein. Vier. So. Ich habe Diamanten gefunden. Ganze vier Stück. Warte, wie viel braucht man für ein Zahnrad? Auch vier. Und für eine Quarry brauche ich, glaube ich. Upsala. Quarry. Zwei. Und eine Diamantspitzhacke. Das heißt, acht, sieben Diamanten. Acht und drei gibt sieben neuerdings. Ja. Nein, elf Diamanten. Elf Stück. Was? Ich habe gerade mal vier und dafür schon tagelang gefarmt, wochenlang gefarmt. Okay, wochenlang nicht, aber einfach mal, um die Situation dramatischer darzustellen. Wird ja öfters mal übertrieben. Okay, was wir jetzt tun, wir werden weiter Strip Mining machen. Oha, was ist das denn da unten? Lol. Kommt denn überhaupt die Wasserquelle her? Was ist denn da unten? Ah, Bedrock. Sonst irgendwas? Uran und... Uran und Bedrock. Nix, das so interessant wäre. Boah. Aber, Minecraft, die Minecraft-Welt ist ja endlich. Das heißt, sie hat ein Ende. Das habe ich mal irgendwo gelesen, wenn man drei Tage und ein paar Stunden oder so. Lol. Jetzt bin ich hier. Wenn man drei Tage und ein paar Stunden immer in die gleiche Richtung läuft. Immer geradeaus, durchgehend sprintet. Dann kommt man an das Ende der Minecraft-Welt. Yep. Aber wer tut denn schon drei Tage durchgehend hier in Minecraft in irgendeine Richtung laufen? Also ich glaube, da hätte ich schon Besseres zu tun. Obwohl es ja eigentlich mal ganz interessant wäre, das einmal auszuprobieren, aber nein. Da habe ich wirklich zu wenig Zeit. Da tue ich dann lieber aufnehmen, Videos hochladen, irgendwas essen oder sonstiges. So, aber ich höre hier überall Lava, aber leider höre ich keine weiteren Diamanten, die schreien: Hallo, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Okay, hier gucken wir jetzt einmal kurz rein. So, fertig reingeguckt. Ja, bestimmt wart ihr genauso überrascht von der Riesigkeit dieser Höhle wie ich auch. Naja. Und schon wieder ein Emerald. Wir können uns ja dann mal von den Dorfbewohnern abzocken lassen. Vielleicht tauscht einer Emeralds gegen Diamanten oder so. Boah, hier ist ja ein etwas größerer Lavasee. Vielleicht erblicke ich hier durch irgendwo Diamanten. Oha. Okay, drei Erze nebeneinander, aber leider keiner davon ein Diamant. Aber Gold kann man eigentlich auch gebrauchen. Hier in dem Modpack. Wozu ich ja übrigens auch noch ein Tutorial machen wollte, wie man meinen Modpack hier installiert. Und ich weiß, ich glaube, es gibt schon ein Update von meinem, aber ich hatte jetzt noch keine Zeit, die ganzen anderen Mods, die ich manuell dazu hinzugefügt habe, nochmal reinzumachen. Es wird aber auch irgendwann. Irgendwann demnächst wird auch mal die geupdatete Version des Mods. Des Mod-Paketes hier im Video sein. Also, naja. So, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Und ich glaube, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich einfach mal hier weitermachen und den Maschinenraum fertig bauen. Und dann wann anders Diamanten farmen gehen. So.
Bevor ich jetzt hier wieder die Hälfte übersehe, wird erstmal Redstone mitgenommen, das man ja eigentlich auch relativ oft braucht. Und dann werde ich, wenn ich wieder zu Hause bin, ein Portal gießen, da ich in die Höhle kann. In die Hölle, meinte ich. Aha. Ah, das ist ein Eisen. Aber mit was ich zurzeit voll die Probleme habe, wenn ich eine Runde ME2 privat spiele, mit Tüllmann, Hannes und Basti, und dann sehe ich ein, das erste, was ich immer mache, ist Q drücken. Also Q ist ja bei Battlefield der Knopf für Spotten. Und das erste, was ich mache, ist dann halt immer Q drücken, weil der Gegner dann so ein nettes kleines rotes Dreieck über dem Kopf hat und dann sieht man besser. Vor allem auch auf weite Entfernung. Und in MW2 geht es natürlich nicht, da schmeiße ich dann halt immer eine Flash. Worüber ich mich schon sehr oft geärgert habe. Naja. Naja, egal.